und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge ist viel passiert und jetzt stehen wir hier gerade vor Nolovans Schrotthaus und mal schauen, was uns da drin erwartet. Nolovan. Hey, ihr seid eine Außenseiterin. Ich schätze, dass der Art uns dieses Gekratze aufstellen ließ, das er Schilder nennt, hat wirklich was gebracht. Es hat euch geradewegs zu meinem Geschäft geführt. Leider haben wir gerade geschlossen. Kommt später wieder und bringt euer Gold mit. Ich muss euch nur etwas fragen. Wisst ihr zufällig etwas über den Arkzant-Schlüsselstein? Arkzant? Klingt wämerisch. Ich schätze, deshalb seid ihr zu mir gekommen. Niemand in Markarth weiß mehr über das tiefe Volk und seinen Schrott als der alte Nolovan. Also Schlüsselsteine, das ist eine andere Sache. Das könnte sich vielleicht auf einen Keil beziehen, der einen Bogen hält. Ich glaube, es könnte etwas Magisches sein. Nun, das ist die andere Sorte. Ihr findet vielleicht einen in Betarzeel. Ich könnte euch eine Karte zu jenem Ort verkaufen, doch billig wird das nicht. Oder ihr bekommt die Karte als Bezahlung, wenn ihr einen einfachen Auftrag für mich erfüllt. Schnelle Arbeit, die mir aber sehr helfen würde. Ja, ich würde sagen, normalerweise würde ich sagen, wir schauen mal, was er so zu tun hat. Aber da das ja eine längere Sache sein könnte, gebe ich ihm mal das Gold. Ich meine, bei 69 Gold ist es noch okay, wenn er jetzt irgendwie 300 haben wollte, dann ist das schon in Ordnung. Alles klar, reicht das für den Preis der Karte? Ja, das sollte mehr als reichen. Hier ist eure Karte. Sie führt euch direkt nach Betarzeel. Das garantiere ich. Ihr müsst vielleicht ein bisschen suchen, um den Eingang zu finden, doch diese Karte wird euch in die Nähe bringen. Bitte entschuldigt mich jetzt, aber ich habe noch so viel Arbeit, bevor ich den Laden eröffnen kann. Ja, kein Thema, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch angehört hatte. Blattgemüse, ach ja. Hoppala. Hey, ihr da. Verandis braucht euch. Ein bisschen komisch angehört hatte, als er gesagt hat, wir sollen den Eingang suchen. Gwendis, was machst du hier? Verandis meinte, er hätte euch geschickt, um mit dem Schrotthändler zu sprechen. Und da seid ihr auch. Es tut übrigens gut, euch zu sehen. Jedenfalls muss Verandis mit euch sprechen. Auf der Stelle, sagte er. Also, gehen wir. Ich dachte, Verandis würde versuchen, die Rebellen und ihre Anführerin zu finden. Das hat er. Hier. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Das ist der Rebellenunterschlupf. So nennen Arana und ihre Leute das Lager im Vorgebirge. Verandis will, dass ihr ihn dort trefft. Danke. Ich weiß vielleicht auch, wo man den Schlüsselstein findet. Ich werde zum Rebellenunterschlupf reisen und es Verandis sagen. Ihr solltet euch beeilen. Verandis weiß mit Worten umzugehen, doch er ist immer noch ein langatmig, daherschwafelnder Hochelfenvampir von edlem Geblüt aus Hochfels. Und jede dieser Eigenschaften kann einen im Raik das Leben kosten. Verandis hat nicht lange gebraucht, um die Rebellen zu kontaktieren. Lustig, dass ihr das erwähnt. Oh, er ging hinaus ins Vorgebirge, das stimmt schon. Doch noch ehe Verandis die Rebellen finden konnte, fanden die Rebellen ihn. Scheint gut zu laufen, zumindest für den Augenblick. Erzählt mir mehr über den Rebellenunterschlupf. Was gibt es da zu erzählen? Es ist ein Raik-Mannenlager im Vorgebirge. Wahrscheinlich der Hauptstützpunkt der Rebellen, doch da rate ich nur. Ich war bei Verandis, als die Rebellen uns umzingelten. Ich wollte kämpfen, doch der Graf hielt mich zurück. Dann ist Arana aufgetaucht. Ihr könnt mir keine weiteren Informationen geben? Wartet, lasst mich nachdenken. Das Lager ist in einer alten nordischen Ruine. Die ist erstaunlich robust für etwas, was schon vor langer Zeit aufgegeben wurde. Den Rebellen schienen die Vorräte auszugehen. Proviant, Waffen, Rüstungen. Und ihr habt mit Arana gesprochen? Nun, das Reden haben zum großen Teil sie und Verandis übernommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Hexe vertraue. Aber ich vertraue Verandis. Er sagt, sie wäre eine Freundin und das reicht mir. Na, die haben sie aber schnell angefreundet hier. So, den Unterschlupf habe ich erreicht. Ah, hier oben sind sie. Ah, Arana, hier kommt meine Mitstreiterin. Ei, ich kenne sie. Sehr gut, Verandis. Ich werde mit ihr sprechen. Ich sehe auf das Wort von Verandis ist Verlass.
Er meinte, ich könnte mit euch verhandeln, und da seid ihr nun. Der Graf hat mir erzählt, dass Fürstin Belain und der Anführer der Grauen Schar, Rada al-Zaran, nach einem mächtigen Relikt trachten. Der Arkzant-Schlüsselstein. Stimmt das? Ja, ich habe eine Karte beschafft, die uns zu einem Ort führen könnte, wo man ihn finden kann. Zarzell. Lasst mich mal eure Karte sehen. Ja, ich kenne diesen Namen. Doch Dwemer-Unfug durchzieht die gesamten Knochen des Reik. Es könnte überall sein. Meine Mutter nannte diesen Ort das fauchende Labyrinth. Sie sagte immer, er wäre voller mechanischer Monster, die einen Silberschatz bewachen. Wisst ihr, wo Zarzell liegt? 3 Markierungen. 3 zu durchsuchende Orte. Alles klar. Ich werde euch und Verandis helfen, doch nicht bevor die Geister unser Bündnis gesegnet haben. Ich möchte, dass ihr ein Ritual durchführt. Wenn die Geister euch wohlgesonnen sind, werden wir uns gemeinsam der Grauen Schar entgegenstellen. Und wenn ich nicht die Gunst der Geister gewinne? Denkt stets zuversichtlich, Bussard. Immer schön zuversichtlich. Nehmt am Ritual teil. Dann werden wir sehen, was wir sehen werden. In Ordnung. Ich nehme an euren Ritual teil. Was muss ich tun? Ohne den Segen der Geister wäre es unziemlich, diese Allianz voranzutreiben. Das Ritual beginnt mit der Vorbereitung. Sammelt einen Dornenherzsamen, das Auge einer Rabenvettel und eine Handvoll hellen Flussschiefer. Sucht im Osten, Westen und Süden. Erzählt mir mehr über dieses Ritual. Wann immer verschiedene Clans zu einem gemeinsamen Vorhaben zusammenkommen, suchen wir den Segen der Geister, um zu bestätigen, dass wir das Richtige tun. Wir werden den Jäger bitten, unsere Herzen aneinander zu binden. Wenn er Stärke in euch sieht, packen wir uns bei den Armen und das Band ist geschlossen. Wo kann ich diese Ritualkomponenten finden? Braucht ihr dafür auch eine Karte, Wie ich sagte, das Ritual beginnt mit der Vorbereitung. Wir brauchen 3 Dinge. Einen Dornenherzsamen, etwas hellen Flussschiefer und das Auge einer Rabenvettel. Na, lecker. Wo kriege ich einen Dornenherzsamen? Sie wachsen in den Hügeln im Süden. Vergesst bloß eure Handschuhe nicht. Die Dornen sind schärfer als Dagons Klinge. Was hat es mit den hellen Flussschiefer auf sich? Seht im Norden und Westen nach, entlang des Flussufers. Geister pirschen durch die Gegend, also lasst Vorsicht walten. Feen und Zweiglinge und derlei Dinge. Ich würde sie ja für euch einschläfern, aber das wäre geschummelt. Und wo in der Welt finde ich das Auge einer Rabenvettel? Im Kopf einer Rabenvettel natürlich. Oder in einem Einmachglas. Sie nehmen ihre eigenen Augen heraus, um sie auch bei Ritualen zu verwenden. Es gibt einen Zirkel im Osten von hier. Nichts mehr als ein Schwarm krötenleckender Wurzelhorterinnen, die immer die besten Kräuter stehlen. Namira soll den ganzen Haufen holen. Erzählt mir mehr über den Jäger. Ihr wollt etwas über das alte Elchauge wissen? Den Wolfsflüsterer? Den Herrn der Jagd? Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Hircine. Ihr führt ein Ritual für einen dädrischen Fürsten durch? Wir können auch eure Götter noch anrufen, falls ihr das vorzieht. Wollt ihr wetten, wer zuerst antwortet? Wir werden zumindest etwas von einem der Jungen von Hircine hören. Oder einen Hinweis von einem Fuchsgeist oder einem blutigen Hirsch bekommen. Ihr lehnt doch das Ritual nicht ab, oder? Nein, ich möchte gerne sehen, wie das Ritual ausgeführt wird. Gut. Schön, dass ihr Dünnblute doch nicht alle hasenblasige Feiglinge seid. Sind alle eure Rebellen hier? Viele, aber nicht alle. Wir haben Enklaven überall in diesen Hügeln. Doch das sind nicht meine Krieger, Bussard. Seid ihr nicht die Anführerin? Für den Augenblick Ei. Doch diese Krieger leisten keine Eide und schwören keine Lehnstreue. Sie dienen ihrem Clan, dem Reik und dem Mut, den sie auf dem Herzen gemalt tragen. Nichts und niemandem sonst. Was werden sie machen, wenn das hier alles vorbei ist? Sie wandern zurück in die Hügel, um ihre eigenen Schlachten zu schlagen, alte wie neue. Dieser Ärger mit der Grauen Schar hat ganze Clans in Stücke gerissen.
Söhne gegen ihre Väter und Häuptlinge gegen weise Frauen aufgebracht. Es wird viele Jahreszeiten brauchen, um das Reich wieder zusammenzuflicken. Ist euer Clan hier bei euch? Nein. Nein, ist er nicht. Lasst uns über etwas anderes sprechen, in Ordnung? Ja, würde ich gerne, aber wir haben die anderen Sachen schon abgehandelt. Deswegen sammelt die Komponenten. Zwei Sachen sind hier. Wo ist die dritte Sache? Die sehe ich nicht. Ich stehe mal wieder völlig auf dem Schlauch, so wie es aussieht. Ich schaue jetzt erstmal hier nach. Das müsste dann ja... hier einmal den Berg hoch sein. Oh ja, und da mitten in den Sturm rein, da sind die Rabenvetteln. Nein, nicht ganz, die sind davor. Aber ich meine, schaut euch das mal an, wenn Basti nicht direkt immer davor stehen würde. Es sieht schon heftig aus, ne? Also die haben ja schon was Cooles hingekriegt hier von Teso. Ah, da ist ein Rabenvettel. Er hat sogar einen schweren Sack dabei, das ist doch nett. Aber deine Augen würden mir reichen. Aber den Sack nehme ich auch gerne. Und den Runenstein natürlich. Skriptchili, oh das ja. Das sollte sich als nützlich erweisen. Das habe ich sogar auf meinem privaten Account immer viel, viel, viel zu wenig. Oh, jetzt bin ich hier mitten im Sturm. Das ist aber gar nicht gut. Da müssen wir mal schnell rausreiten. Ja. So, den Schiefer, Flussschiefer oder wie der hieß, den finden wir dort. Aber ich weiß immer noch nicht, wo die dritte Komponente ist. Die ist aber wahrscheinlich mehr unten, oder? Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Auf jeden Fall. So, ein wenig Flussschiefer, bitte. Achso, da. Ja, natürlich muss hier auch noch was sein. Heller Flussschiefer. Entschuldigung. So, jetzt ist die große Frage. Ach, beim... Okay. Nee, das habe ich eben tatsächlich nicht gesehen. Ich höre hier doch gerade Nirnwurz. Ach, direkt neben mir. Na komm, den nehmen wir auch noch mit. Beziehungsweise das nehmen wir auch noch mit. Gut, dann... Das ist auf... der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe. Ja, brav Bärchen. Ich muss nur mal eben hier rüber. So. Moment, das ist das Lagerfeuer. Bei dem Lagerfeuer war ich eben. Hui! Aber nicht so. Ach, wieso sehe ich das immer erst so spät? Ja, toll. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte abkürzen, indem ich von der anderen Seite aus dem Berg hochkraxel. War das irgendwie nicht so eine gute Idee. Aber ich kann hier angeln. Lasst uns eine Runde angeln. Wenn ich schon den Berg nicht hochkomme. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Dann gehe ich mal eben hier hin. Hier kann ich wenigstens reiten. So, ich bin nämlich eben auch durch das Lager durchgeritten auf dem Hinweg. Standen hier, aber ich wollte gerade sagen, da standen hier zwei Trolle. Nein, ich bin nicht da. So. Tut mir leid, Jungs. Ich brauche mal eben euren Dornenzeug da. Was ist der hier so? Schön. Fällt mal rein. So. Ich habe so viel Palworld gespielt. Ich drücke jetzt mittlerweile nur noch F zum Aufsammeln. Das ist total doof. Und immer wenn ich Palworld spiele, dann drücke ich E, weil ich davor T so gemacht habe. Es ist total verwirrend. Kann man sich nicht einfach auf E einigen? Oh. Bin wieder da. Oh. Der Bussard ist zurück, geschwind wie eine Krähe im Flug. Ich habe das Ritualfeuer vorbereitet. Bringt ihr die Komponenten, um die ich gebeten hatte? Ja, ich habe die Komponenten. Gut gemacht, Bussard.
Sobald wir nun dieses Ritual durchführen, werden wir in Blut und Geist aneinander gebunden sein. Es ist ein Bund, der fester als Stein und ewiger als die Sterne ist. Seid ihr bereit für eine solche Verpflichtung? Ja, Haus Rabenwacht und ich sind bereit. Gut, das bin ich auch. Wollen wir hoffen, dass die Geister es auch so sehen. Legt die Komponenten ins Feuer und tretet zurück. Ganz gleich, was ihr auch seht oder hört. Wankt nicht und denkt an unser Bündnis. Behaltet dieses Ziel im Kopf. Verstanden? Ja, ich verstehe. Ich lege jetzt die Komponenten ins Feuer. Erhört unseren Ruf, Jagdkönig. Zwei Rudel streben nach demselben vollen Mond. Einzig gebunden durch gemeinsame Beute. Lasst Rake und Rabe vom selben schwarzen Blut trinken. Heult euren Segen, mächtiger Hirsine. Schickt ein Zeichen und leitet unsere Jagd. Seht, Hirsine malt unsere Beute in Rauch und Sternen. Unser Pakt wurde gesegnet, Bussard. Das klingt doch gut. Optionale Schritte, dann nehmen wir ihn erstmal. Angesichts der Fachkenntnis der Rabenwacht und Aranas Wissen über das Rake haben wir zumindest eine Chance, gegen die graue Schar zu bestehen. Aber bleibt auf der Hut. Auch wenn diese Allianz durch ein dädrisches Ritual besiegelt wurde, so bleibt sie doch jung und anfällig. Wir müssen sie hegen und pflegen. Ich habe eine Karte, die uns zum Schlüsselstein führen könnte. Ja, betart Zehl. Ich habe gehört, was ihr mit Arana besprochen habt. Wir redeten darüber, wie man ihn findet, während ihr die Ritualkomponenten gesammelt habt. Den Schlüsselstein zu finden ist euer nächstes Ziel. Arana deutete an, dass sie euch begleiten würde. Was werdet ihr und Gwendis tun, während wir nach dem Schlüsselstein suchen? Gwendis hat Neuigkeiten aus Markart. Fürstin Belain hat die Stadt verlassen und sie will die Verfolgung aufnehmen. Ich werde sie unterstützen, in der Hoffnung, dass sich etwas Nützliches daraus ergibt, Belain zu folgen. Lass diesen Schlüsselstein nur nicht in Rada al-Sarans Hände fallen. Ich werde meine Suche sofort beginnen. Gute Jagd. Das Ritual war ein Erfolg. Unser Bund wurde von Hirsine selbst gesegnet. Ich bin mir nicht sicher, was der Geist uns gezeigt hat, aber ich werde es mir schon noch zusammenreimen. Das tue ich immer. Seid ihr nun bereit, nach dem Schlüsselstein zu suchen, Bussard? Ich glaube, ich weiß, wo wir anfangen. Könnt ihr mit mir auf die Suche nach dem Schlüsselstein? Ei, Bussard. Wir sind nun aneinander gebunden. Und wie sonst wollt ihr in diesen verlassenen Tiefen irgendetwas finden? Ich glaube, die Himmelsgeschichte, die wir im Feuer gesehen haben, die Schlange wird uns den Weg weisen. Das heißt, sobald ich mir zusammengereimt habe, in welcher Verbindung sie zu all dem steht. Himmelsgeschichte? So nennen wir die Formen in den Sternen. Euer Wort dafür ist Sternbilder, glaube ich. Manche meiner Schwestern können in den Sternen lesen wie ihr in einem Buch. Sie können mit jedem Funken die Zukunft sehen oder die Wahrheit über etwas herausfinden. Bei mir müssen dafür Feuer und Knochen herhalten. Warum wollt ihr mit mir kommen? Wir haben einen Pakt geschlossen und Hirsine hat ihn gesegnet. Er hat uns auf die Witterung angesetzt und ich habe vor, sie bis ganz zum Schluss zu verfolgen. Außerdem ist diese Karte ohne jemanden, der das Reich kennt, nutzlos. Wisst ihr, was Monster hassen? Silber. Den Geschichten zufolge ist Ptah-Zeel voll davon. Na gut, dann lasst uns Ptah-Zeel suchen. Ich muss mit Typhern sprechen, bevor ich aufbreche. Geht nur, Bussard. Ich hole euch unterwegs ein. Gibt es wirklich Silber in Ptah-Zeel? So sagen es die Legenden. Eine wahre Schatzkammer dieses Edelmetalls. Genug davon, um meine Krieger mit Waffen auszustatten und jeden Vampir und Werwolf zu erschlagen, der mit der grauen Schar marschiert. Und mit etwas Glück finden wir dort auch euren Schlüsselstein. Habt ihr schon einmal vom Azan-Schlüsselstein gehört? Nein. Aber Rekmannen machen es sich nicht zur Angewohnheit, in den tiefen Orten der Welt herumzustochern. Die Hügel sind gefährlich genug. Dennoch berichtet die Legende von Ptah-Zeel von Silber und anderen wundersamen Schätzen. Es würde mich nicht überraschen, dort euren Schlüsselstein zu finden.
Und ihr meint wirklich, ihr findet genug Silber, um eure Krieger auszustatten? Wir werden etwas finden. So viel ist sicher. Im Reich können alle möglichen Dinge Schätze sein. Ein fetter Höhlenbär ist ein Schatz für einen hungrigen Clan. Doch was Silber angeht, man findet kein besseres Metall, um Vampire und Werwölfe zu töten. Was meintet ihr damit, dass wir aneinander gebunden sind? Es bedeutet, was es bedeutet. Wir sind jetzt aneinander gebunden. Was dem einen widerfährt, widerfährt beiden. Dünnblute machen Bündnisse mit Tinte und Pergament. Wir tun das mit Feuer, Eiden und Geisterzeichen. Ich glaube, ihr könnt schon erraten, welche Praktik die mächtigere ist. Wenn also jemand dieses Bündnis bricht, dann schnürt er sich lieber seine Fußbedeckungen gut fest, weil er in der Wildnis keinen Frieden mehr finden wird. Jeder Wolf, Falke und rotäugige Hirsch folgt dem Ruf des Jagdkönigs. Versteht ihr? Im Reich haben die Bündnisse Zähne. Eure Freunde des Hauses Rabenwart sollten das lieber nicht vergessen. Was erwartet ihr an diesen Orten auf der Karte zu finden? Etwas, was mit den Sternen zu tun hat, schätze ich mal. Wie uns das zum Eingang einer Dwemer-Ruine führen könnte, keine Ahnung. Ich kann aber da draußen zwischen den Felsen und den Bäumen besser denken. Wir werden sehen, was wir sehen. Und das unterwegs schon regeln. Ja, ich würde sagen, dass das jetzt so der perfekte Zeitpunkt ist, um nochmal einen kleinen Cut zu machen, damit die Folge nicht zu lange wird. Und ja, wir sehen dann den Rest von dieser ganzen Sache in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.